So, da bin ich wieder. Nochmal kurz in der Basis hier was rumbasteln. Hab mal die Montageanlagen ein bisschen verändert und den mal Effektivitätsmodule verpasst, damit die nicht so viel Erze verballern und aus weniger Erzen dieselbe Anzahl Teile herstellen, um ein bisschen zu sparen. Des Weiteren habe ich noch so einen kleinen Wartungsgang errichtet. Zeige ich euch jetzt mal. So, genau, hier hinter den Raffinerien. Den habe ich auch mal ein Produktivitätsmodul gegeben, jeweils 3 Stück. Ja, auch um wieder ein bisschen höheren Output an Barren zu haben. Und das kostet dann halt weniger Erze, das Ganze. Ne? Also was früher, sagen wir mal, ein Barren hat dann zum Beispiel 2 Kilo Eisenerz gekostet. Und jetzt kostet er nur noch 1,6 Kilo oder irgendwie sowas. Macht sich auf jeden Fall bemerkbar hinterher, denke ich. Hab extra kein viertes dran gebaut, weil ich sonst da nicht rankomme, um Sachen zu reparieren oder zu ändern und so weiter. Check ich mal, ob ich alle Löcher zugemacht habe. Jo, haben wir. Und da fällt mir ein, ich könnte noch ein paar Lichter da mal dran machen. Ups. Ran. Ne? Thank you.
das braucht man nicht als Gruppe speichern, weil das Licht sowieso von dem Solarscript gesteuert wird, zu einer gewissen Uhrzeit aus und wieder zu einer Uhrzeit an. Da können wir uns dann das Gruppengedöns sparen im Prinzip. So ist doch besser. Hier noch ein paar Lampen rein. Das ist doch schick, die Plattform, denke ich. Jetzt zeige ich euch mal einen Zaubertrick. Thema. Tatsächlich der falsche. Ah, jetzt hat der Kollege das einsortiert. So ist doch richtig. Genauso wollte ich das haben. Dass man das hier direkt zentral alles rausnehmen kann. Hab das Ganze auch mal ein bisschen farblich markiert. Also das Rote sind
Komponenten. Das grüne Werkzeug, das blaue sind Gasflaschen und das graue ist Munition. Ja, dass man das mal ein bisschen auseinanderhalten kann. Ich werde da vielleicht noch eine Erklärung hier vielleicht irgendwo dran zimmern. Mal schauen. Gefällt hat das Licht hier nicht so ganz. Na, obwohl, das kann man eigentlich so lassen, oder? Naja, mal gucken, ich überlege mir das noch. Ich ändere das jetzt mal. Das Sortieren in Gruppen spare ich mir jetzt. Das hell genug? Na, kann ein bisschen heller. Das Sortieren in Gruppen spare ich mir, weil das halt sowieso von dem Skript gesteuert wird. Ist doch in Ordnung. Okay, zum halb die. Halb machen wir Schluss. Ja, also noch eine Viertelstunde. Ach ja, genau. Und hier Wegweiser-Dings und eine Uhrzeit habe ich hier dran gemacht. Damit man auch weiß, immer wie spät es ist. Also in Echtzeit. Stimmt sogar. Auf die Minute. Das wird von der Systemzeit gesteuert, denke ich. So, ist doch schön heller hier. Sieht doch besser aus, ne? Ja. Jetzt aber nochmal das Solar-Skript aktualisieren. Ah ja, 20 Solarpanels, Effektivität 95%, Ausgabe 2,3 Megawatt. Okay. Batterien 8 Megawatt verbrauchen wir und 70% geladen. Dann haben wir noch hier Oxygen-Tanks, Sauerstofftanks, 3 Stück. Und hier die Planetenzeit. Also Planetenzeit ist 2.36 Uhr, Sonnenaufgang ist in 42 Minuten und so weiter und so weiter. Hier kann man also noch ein paar Sachen eingeben, also Reaktor Backup, Activation bei niedriger Batterie. Oh.
Okay, also geht an bei 15% Ladestand und bei 65%. Nee, das ist zu wenig. Machen wir mal 85, ne? Und bei Überladung, wenn 90% überladen ist, geht er auch an, der Reaktor. Ja. Schauen. Ach, hier ist das Base Light, also das Basis-Lichtmanagement. Das kann man einen einfachen Modus machen. Je nachdem, wie die Solar-Ausgabe ist. Das habe ich jetzt auf Aus. Definiere die Zeit, wenn deine Lichter an- und ausgeschaltet werden sollen. Wenn Simple-Modus aktiv ist, passiert nichts. Intern Light Off Hour, also die interne Stunde Licht aus, ist um die 6. Stunde und Licht an abends die 18. Stunde. Ich denke, das passt ganz gut. Ja, aber dazu gibt es auf YouTube auch nochmal einen Guide von dem Easy. Das ist die Easy Solar Alignment Script. Also da gibt es auch gute Guides dafür. Ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich da mal reinliest, also ich habe da ungefähr eine halbe Stunde für gebraucht, für alles einzustellen. Man kann noch mehr rausholen, aber ich denke, man muss ja auch ein bisschen selbst die Basis managen noch, ne? Ach, hier ist das Licht auch so komisch, ne? Jetzt hier was angesägt? Nee, ne? Glaub nicht. Ja, und bevor jetzt wieder alle meckern, ja, das ist nicht symmetrisch, scheißegal. Das ist ja hier sozusagen ein Let's Build und kein Let's Bau schön. Aber meine Krankenhausfarbe hier reinmachen. Oder dunkler? Blau? Nee. Also schon okay. Ist das zu dunkel? Nö, das ist okay. Die Lichter wieder verschwinden lassen aus der Liste. Ja, das ist doch gut. Was könnte man denn hier noch machen? Vielleicht ein Sitz oder sowas? Ja, genau. Interne Panzerung brauchen wir. Okay.
Wartesitze. Ach, das war ein Computer. Ja, man sollte auch vorher gucken, richtig. Bauen wir hier ein paar Wartesessel hin, damit die Leute warten können, dass die Krankenstation frei wird. Passend dazu weiße Sitze machen, das ist doch zu dunkel. Obwohl. Damit die Leute hier nicht geweckt werden in der Kryostation. Aber ich könnte weiße Sitze machen, ne? Passt doch zum Krankenhaus. Auch weiß machen können, aber jetzt ist es zu spät. So, dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Und dann sehen wir uns vielleicht später nochmal. Und grüße ich auch den One Element von Elementary recht herzlich. Danke für deinen Kommentar. Hat ja mein Video geschaut heute. Ja. Vielleicht kommst du ja mal vorbei. Kannst mich mal anschreiben bei Steam oder jeder andere, der gern Space Engineers mal mit mir spielen möchte. Kann das gerne tun. Einfach anschreiben in den Kommentaren oder bei Steam. Mein Name ist bei Steam Patchouli. Also ist dasselbe Bild drin wie bei dem Kanal, das kleine. Ist also leicht zu finden. Ja. Dann würde ich sagen, macht es gut. Für die, die keine Zeit haben, wünsche ich ein schönes Wochenende und bis dann.